Hallo aus dem Husky-Gehege. Ich bin die Andrea vom Nature Trace Team und wir haben es zur Aufgabe gemacht, euch eine Homepage zu kreieren, endlichgutesfutter.de, wo ihr nur Futter findet, welches ihr getrost eurem Vierbeiner füttern könnt, welches wir auch unseren Vierbeinern füttern. Von daher, wir empfehlen nur Sachen weiter, die wir auch wirklich 100% gut finden. Heute schaue ich mir ein Futter an, welches ihr mir zugeschickt habt, welches ihr ja schon mal probiert habt und wissen wolltet, wie das so ist. Und zwar das Wirback. Wenn es irgendwie anders ausgesprochen wird, Wireback oder sowas, dann tut es mir leid, ich nenne es jetzt einfach mal Wirback, so wie man es quasi schreibt. Es wird auch Veterinary HPM genannt. HPM steht hier für Hyper Premium. Also soll es anscheinend sehr gut sein. Der Slogan oder das, was die sich groß draufgeschrieben haben als Motto ist, Fleischfresser ernähren sich vorwiegend von Fleisch. Das heißt, die möchten wenig Kohlenhydrate im Futter und viel Proteine, was definitiv schon mal sehr löblich klingt. Es ist quasi einmal normales Futter, so für normale Hundis, und dann gibt es noch eine Diätfutterlinie, deswegen auch so dieser Tierarzt-Aspekt, so für Hunde mit gesundheitlichen Problemen oder Einschränkungen wie Niere, Diabetes und so weiter, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Es ist beim Tierarzt erhältlich, das Futter, und auch im Online-Shop auf der Homepage. Die Proteine werden im Süden Europas produziert, meist das meiste davon in Frankreich, und die Herstellung des Futters ist dann auch in Frankreich. Es gibt für Hunde- und Katzenfutter, aber auch für andere Tiere, also Pferd, Geflügel und so weiter. Wir konzentrieren uns heute einfach mal auf die Hundis. Was auch noch denen wichtig ist, ist kein Gluten im Futter, kein Weizen und kein Mais und auch keine künstlichen Farb- und Aromastoffe. Die meine Videos kennen, wissen, dass ich, wenn ich dran denke, ab und zu mal schaue, ob das Futter auf der PETA-Liste ist. Die PETA-Liste steht dafür, dass das Futter quasi ohne Tierversuche hergestellt worden ist. Da findet man Wirback leider nicht. Also das heißt, die äußern sich auch nicht auf ihrer Homepage dazu, ob sie Tierversuche durchführen, um ihr Futter herzustellen oder nicht. Das weiß man jetzt also bei denen eher nicht. Es ist da nicht auf der PETA-Liste. Wie schon erwähnt, gibt es das Futter für die normalen Hundis und auch Futter für Hunde mit Problemen. Und da haben sie zum Beispiel Übergewicht und Diabetes oder Nierenprobleme, Harnwegserkrankungen und Gelenkprobleme. Die haben bis jetzt, so was ich sehe, alles nur Trockenfutter. Das heißt, keinerlei Nassfutter im Sortiment. Kurze Anmerkung meinerseits, wenn ihr einen Hund habt, der Nierenprobleme oder Harnwegsprobleme hat, bitte Nassfutter geben. Oder wenn möglich vielleicht 50-50 mit Trockenfutter, aber Nassfutter ist halt einfacher, also wenn es ein gutes Nassfutter ist, von der Nährstoffaufnahme, die Bioverfügbarkeit ist höher und ihr habt genügend Flüssigkeit in eurem Hund. Das ist extrem wichtig bei Nierenerkrankungen bzw. Harnwegserkrankungen. Also da würde ich persönlich nicht nur auf Trockenfutter gehen. Bei dem normalen Futter gibt es Baby, Junior, Adult, Senior oder das gleiche nochmal für kastrierte Hunde dann, für Erwachsene und Senior, also quasi mit weniger Kalorien. Wir schauen uns heute einfach mal das Futter an, was die meisten sozusagen bräuchten. Und zwar für normale Hunde, also ohne irgendwelche Vorerkrankungen. Adult, also für die erwachsenen Hunde, für normal große oder mittelgroße Hunde, also mittelgroß bis groß, nicht normal groß, nicht kastrierte, ausgewachsene Hunde. Das ist, sieht dann so aus, und es gibt es in vier verschiedenen Größen, 3, 7, 12 und 16 Kilo. Ich finde es immer ganz gut, wenn man so ein bisschen Auswahl hat, was die Größen anbelangt, weil manchmal will man sie einfach nur mal ein paar Tage probieren, ob der Hund es auch wirklich mag. Und dann bei größeren Hunden ist es halt immer ganz praktisch, wenn man einfach einen größeren Sack kaufen kann und nicht nur so einen 3-Kilo-Beutel, weil der ist halt so schnell alle. Ja. Aber jetzt zu dem Wichtigsten, und zwar der Zusammensetzung von dem Futter. Das, was als erstes drin ist, quasi die Hauptzutat, ist dehydratisierte Schwein- und Geflügelproteine. Also Schwein- und Geflügelprotein ist nicht gleich Schwein- und Geflügelfleisch. Also das heißt, wenn da irgendwo Fleisch draufsteht, also zum Beispiel Rindfleisch, Geflügelfleisch, dann ist es wirklich das Muskelfleisch des Beutetiers. Wenn da Protein dran steht, kann es halt alles Mögliche sein. Es kann die Haut sein, sehr proteinreich. Es kann auch Fell sein, also Fell und Haare ist halt 100% Protein. Oder auch Hufe, Klauen, Schnäbel, Horn. Also von daher, man weiß es nicht, was hier gemeint ist, also ob die mit Proteine wirklich das Fleisch meinen oder alles Mögliche vom Tier, das wird hier nicht genauer deklariert. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass nicht gesagt wird, wie viel davon drin ist, also steht keine Prozentangabe dahinter, ob das jetzt 30% sind, 20, 40, 5, man weiß es nicht wirklich. Das würde mich so ein bisschen verwundern. Wir persönlich, wir füttern hauptsächlich Rind und Geflügel bei unseren Hunden, auch gern mal zur Abwechslung Wild oder
ein bisschen Pferd. Wir füttern jetzt eigentlich gar kein Schwein, weil wir es von, ja, vom Fleisch her nicht ganz so hochwertig finden. Für die, die Angst haben vor dem Ojetski-Virus, auch wenn es jetzt nicht aus Deutschland kommt, das Fleisch oder die Proteine, es ist definitiv ein erhitztes Futter, von daher braucht man da jetzt keine Angst haben, dass das Ojetski-Virus drin ist, was ja ziemlich heftig für unsere Hunde sein kann. Aber wie gesagt, wir persönlich füttern jetzt eher kein Schwein. Okay, dann das zweite ist dann Reis und da ein bisschen komisch deklariert, mindestens 4%. Also das heißt, sind da jetzt 4% drin oder Minimum 4%, eventuell mehr? Warum steht es in Klammern? Also das ist ein bisschen eigenartig, da weiß ich nie so richtig, wie das gemeint ist. Weil bei der normalen Deklaration ist es ja so, das, was am meisten drin ist, steht als erstes, das als zweites, dann als zweites. Wenn jetzt nur 4% drin wären, wäre es ja komisch, da wären jetzt alle anderen Produkte, die danach kommen, auch nur 4% drin oder 3% oder weniger. Also das ist ein bisschen eigenartig deklariert. Würde ich gerne mal wissen, was die damit meinen und ja, was sie damit aussagen wollen. Finde ich ein bisschen komisch. Dann tierische Fette. Allgemein sind Fette ja wichtig und gut und lebenswichtig. Allerdings würde ich schon gerne wissen, von welchem Tier das hier ist. Steht jetzt nicht dabei, ob das jetzt auch Schwein ist oder Geflügel oder Rind oder noch ein anderes Tier. Das ist jetzt hier quasi nicht genauer erläutert. Dann haben wir Erbsen und das Rehwen kommt. Und danach haben wir nochmal hydrolysierte Schwein- und Geflügelproteine. Also auch hier wissen wir nicht so ganz, Protein oder Fleisch, was ist es jetzt, also was genau soll es sein, woher kommt das Protein. Danach haben wir Kartoffelstärke, mindestens 4% wieder, also wieder dieses mindestens. Kartoffelstärke ist nicht gleich Kartoffel, also das heißt, ich finde Kartoffel ab und zu für Hunde ist absolut in Ordnung, für Allergiker vielleicht auch anders jetzt, der zum Beispiel keinen Reis verträgt und so weiter. Aber Kartoffelstärke ist eigentlich, wenn man es chemisch betrachtet, reiner Zucker, ist halt quasi nicht mehr alles von der Kartoffel, sondern nur noch ein Bruchteil davon. Danach haben wir Lignocellulose. Darüber hatte ich schon mal ein Video gemacht. Vielleicht kann euch das Steve das hier oben nochmal einblenden. Zellulose ist im Endeffekt Baumfaser. Das heißt, das ist Zellulose, Sägespäne ist Zellulose. Im Endeffekt Pflanzenfaser. Vom Nährwert her, ja, wisst ihr selber, wenn er ein Stück Pappe reinbeißt, was das so bringt. Danach haben wir Ackerbohnenhülsen. Also hier ist keine ganze Ackerbohne drin, sondern nur das, was drumherum ist quasi. Also nicht das komplette, die komplette Frucht. Und wir hatten ja schon vorher Erbsen. Und wenn man jetzt so viele Hülsenfrüchte hat, pusht das natürlich nochmal den Proteingehalt ein bisschen höher. Da muss man immer schauen, ist es jetzt, wie viel Anteil ist jetzt wirklich das pflanzliche Protein. Dann Leinsamen und als nächstes Mineralsalze. Wer meine Videos kennt, weiß, ich bin immer nicht so der Salzfan im Futter, weil jeder Rohstoff hat schon Salz normalerweise drin. Also jede Pflanze hat Salzanteil, jedes Fleisch hat Salzanteil. Und wenn man noch Salz dazu gibt, klar, ist es ein super Konservierungsstoff. Ist auch kein künstlicher Konservierungsstoff, sondern natürlicher. Aber wenn ein Hund zu viel Salz hat, geht das natürlich auf die ganzen Ausscheidungsorgane, weil der Hund einfach auch nicht so die Schweißdrüsen hat, wo er dann auch nochmal Salz ausscheiden könnte. Führt also unter Umständen bei sensiblen Hunden zu Nierenproblemen und so weiter. Dann gibt es noch Rübenschnitzel, Flohsamen, die Fructooligosaccharide. Fructooligosaccharide habe ich auch schon mal ein Video Voss und Moss im Hundefutter drüber gemacht. Ist im Endeffekt mehrfach Zucker. Dann haben wir Bierhefe und dann haben wir nochmal hydrolysierte Schalentiere und das Lactobacillus und Chondroitinsulfat. Zusammenfassend würde mich persönlich von der Deklaration halt interessieren, ist es jetzt wirklich Fleisch oder was ist jetzt Protein genau in dem Zusammenhang, Haut, Hufe, was ist es? Und dann finde ich es halt cooler, wenn man die ganze Kartoffel nimmt und nicht nur den Zucker der Kartoffel, weil das einfach ja, back to nature, umso mehr man das wirklich von der Natur wieder nimmt, hat man alles, das Ganzheitliche drin, was die Frucht ausmacht. Sobald man das extrahiert, ist es nicht unbedingt immer so gut. Und die Zellulose finde ich jetzt persönlich auch nicht unbedingt ein Bestandteil vom Hundefutter, den ich jetzt so favorisieren würde. Schauen wir uns nochmal ein Hundefutter aus der Reihe an für die Krankheiten. Und zwar habe ich mir einfach das Diabetesfutter ausgesucht, auch Hundefutter für übergewichtige Hunde, also die kleinen Mopselchen in den viermeiligen Kreisen. Wenn man sich die Zusammensetzung anschaut, ist das eigentlich ziemlich ähnlich der Zusammensetzung von dem Adult-Futter, was wir gerade hatten. Also auch hier ist wieder das Schwein- und Geflügelprotein das Hauptanteil drin. Dann haben wir die Kartoffelstärke, was ich schon gesagt habe, was chemisch gesehen Zucker ist.
dann die Zellulose, dann haben wir nochmal die Proteine, die Hülsen, tierische Fette. Fette sind hier quasi weniger, von daher also auch allgemein soll das damit quasi sozusagen für die übergewichtigen Hunde zum Abnehmen sollen, was weniger Fett ist. Allerdings sehe ich auch hier wieder die Fructooligosaccharide, wie gesagt die Kartoffelstärke, also vom Zuckeranteil ist da schon noch genug anderes drin. Von daher würde ich vielleicht einfach, wenn ihr einen übergewichtigen Hund habt, definitiv Richtung auch wieder Nassfutter gehen oder eine Mischung aus Nassfutter, weil Nassfutter ist von der Menge mehr, aber hat weniger Kalorien als das konzentrierte Trockenfutter. Habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, wie man auch so ein bisschen die mopslichen Hunde wieder dünn kriegt, dass man auch vielleicht ein bisschen mit Gemüse mischt, dass es quasi von der Menge her viel ist und der Hund aber nicht sinnlos Kalorien sich reinfuttert. Also da gibt es auch viele versteckte, leckere Sachen wie Kauartikel und so weiter, die ziemlich viel Bauchspeck produzieren. Also da würde ich gar nicht unbedingt auf ein richtiges Futter gehen, was jetzt für übergewichtige Hunde ausgelegt ist, sondern eher da ein bisschen schauen, dass man da mit der Futtermenge runtergeht bei einem guten Futter oder auch ein bisschen da Tricks und Kniffe anwendet, wie man ein bisschen den Hund schlanker bekommt. Also da, wie gesagt, würde ich so das genauso sehen wie beim Adult-Futter. Habt ihr dieses Futter schon mal irgendwann eurem Hundi gefüttert? Habt ihr schon Erfahrung damit? Schreibt es in die Kommentare. Mich würde auch interessieren, wie die Häufchen damit aussehen. War es eher mehr, war es immer weniger? Und auch so Fellbeschaffenheit, habt ihr da irgendwas gemerkt? Oder hattet ihr das mal von einem Tierarzt verschrieben bekommen? Ich kannte das Futter vorher noch nicht. Also so die normalen Tierarztfutter sind ja so Wettkonzept, Royal Canin Hills, das ist das, was da mal beim Tierarzt so ein bisschen rumsteht überall. Das Wirback hat mir jetzt da quasi noch nichts gesagt. Schreibt es mal in die Kommentare, wie es eurem Hundi damit ging und ob ihr das schon mal gefüttert habt. Wenn ihr ein Futter habt, was ich mir mal genauer anschauen soll, schreibt es auch in die Kommentare. Ich schreibe das auf meine To-Do-Liste. Und wenn ihr eine individuelle Futterberatung möchtet für euren Vierbeiner, schreibt mir einfach eine E-Mail, kontakt@endlichgutesfutter.de und wir finden definitiv ein gutes Futter für euren Vierbeiner. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, genießt die Zeit mit eurem Vierbeiner und bis zum nächsten Mal. Ciao. Wuff, 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 wuff. Du siehst heute total verschlafen aus, kann das sein? Habt ihr die Nacht Vollmond-Action gemacht? Oh, Vollmond macht Hunde müde.